Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren The Saturn Crew Video. Mr. PPOV ist auch mit am Start, ne? Sehr schön. Also, meine Lieben, jetzt geht es nämlich los. Perfi. Aber ich finde es schon jetzt traurig, wenn man nochmal so drüber redet, sag ich dir ganz ehrlich. Perfi ist unsere Liebe. Ist slash war unser Lieblingsauto. Und Perfi wird für immer einen Platz in unserem Herzen haben. Egal, was mit Perfi passiert. Richtig? Definitiv. Also wir lieben Perfi wirklich, wirklich sehr. Also wie ihr an dem Thumbnail-Bild erkannt habt, geht es Perfi nicht mehr gut. Perfi hatte einen Unfall, einen schweren Unfall. Perfi kann nicht repariert werden. Perfi hat einen Totalschaden. Was wirklich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, so unfassbar traurig ist, könnte gefühlt heulen. Da kann ich kurz ein bisschen sentimental werden. Das darfst du selbstverständlich. Okay. Also Perfi hat hier das ganze Thema gestartet. Perfi hat The Saturn Crew gestartet. Ohne den Performante hätten wir alles, was wir jetzt gerade machen, nie begonnen. Zu 100%. Denn wir wären nie auf die, auch liebe Grüße an alle, die bei der Talk Rally dabei waren, wir wären nie auf die Talk Rally gegangen, hätten wir den Performante nicht gehabt. Sensationell. Der Performante ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, einer der besten Lambos, die man überhaupt bekommen kann. Ich muss auch wirklich sagen, auch ich bin ein bisschen sentimental. Trotzdem bin ich froh. Perfi hat bis zur letzten Sekunde seinen Job gut gemacht, sonst würde ich heute hier wahrscheinlich nicht sitzen. Hundertprozentig. Und wir werden auch noch Bilder einblenden und das Ganze. Aber ja, wie gesagt, Performante hat die ganze Story gestartet. Perfi war der erste Post auf Instagram. Stimmt. Das erste Auto mit einem Insta-Tag. Auch richtig. Und ja, durch den Performante haben wir viel erlebt, viel gemacht. Unglaublich coole Leute kennengelernt, mit denen wir bis heute zufrieden sind. Zufrieden sind wir mit denen auch. Ja. Mit welchen wir bis jetzt befreundet sind. Und das hat wirklich viel gebracht, dieses Auto. Man muss sagen, vom Handling, vom Gesamtpaket, das Auto bewegt sich wie auf Schienen. Mhm. Es ist ein Brett, der V10, unfassbar. Der STO ist mega geil, keine Frage. Hat sich übrigens an dem Tag auch wie auf Schienen bewegt. Wir werden ja gleich einige Clips sehen und zeigen. Ja. Und aus der Nacht auch noch, als Perfi dann geborgen wurde in den französischen Bergen oben war das Ganze. Und ja, ich habe Alex auch noch nie so kreidebleich gesehen, als er angerannt kam. Alex war nämlich hinter mir. 1200 Zuschauer nochmal so nebenbei. Das ist krass. Ja, das freut uns sehr. Das ist richtig super. Vielen Dank. Cool, dass ihr alle dabei seid. Ja, und du warst ja damals hinter mir. Und es waren noch ein paar Leute mehr mit. Es war wunderschönes Wetter in Frankreich. Wir haben eine tolle Tour gehabt. Es waren so 12 Grad ungefähr, ne? Und auf einmal war Perfi. Jetzt soll ich die Story weg. Mal anfangen zu erzählen? Ja, so ein bisschen. Und dann danach machen wir die ganze Bildergeschichte. Also, Sind echt auch coole Clips dabei, wo ich also jedes cool Mal. Nicht wirklich. Nein, also cool im Sinne, ist gut, dass wir das gemacht haben, ja damit wir es auch zeigen können. Und das war schon ein ganz komisches Gefühl, da zu stehen, als sie dann ankamen, erst mit dem falschen Gerät und mit, naja, stundenlang wir zeigen. Ja, also es ist so gewesen. Es war am Wochenende, wir hatten Lust auf eine schöne Ausfahrt zusammen. Mhm. Haben wir dann auch gemacht. Sind losgefahren, zwei Autos wie immer und PPUV natürlich in Performante vor mir. Performante ist für mich übrigens das auch das Auto, welches PPUV am besten fahren kann, nebenbei einmal kurz gesagt. Hä? Was soll das denn heißen? Nee, finde ich, weil man merkt ja immer, wenn man jemanden vor sich hat, wie confident er sich fühlt. Also du meinst, weil ich immer gleich weg war? Ich wäre hinter dem Skoda hinterhergekommen. Nee, aber es ist ja einfach so, man hat immer so sein Auto, in dem man sich bombensicher fühlt. Ja. Das habe ich zum Beispiel mal auch im GTR, weil ich den viel gefahren bin. Ja. Genau, PPV fährt vor mir, ich hinter ihm. Wir würden lügen, wenn wir nicht sagen würden, dass wir schnell gefahren sind. Wir sind definitiv schnell gefahren. Ja, aber nicht zu schnell, das war alles nee, okay. Nicht zu schnell, wir hatten wirklich sehr viel Spaß dabei. Hintereinander ein bisschen hergejagt, kein Verkehr, kein gar nichts, das ist alles wirklich super. Gut, wunderschöne Passstraße, die ihr auch aus vielen Videos kennt, und zwar Gréolet-le-Neige ist es nämlich gewesen. Und ja, dann kam eine Haarnadelkurve. Wir sind rumgefahren, PPUV natürlich auch durchbeschleunigt und auf einmal habe ich PPUV einfach nicht mehr gesehen. Denn der Performante ist den Abhang runter. Und ihr glaubt nicht,
Was ich in diesem Moment gefühlt habe, ich dachte so, fuck, Entschuldigung, ich darf nicht fluchen. Ich dachte so, ups, das war es jetzt einfach mal wirklich komplett. Ich dachte echt, das war's, gut, PPV sehe ich nicht wieder. Denn wie man weiß, wenn es irgendwo runtergeht, vor allem noch ein Spider offen, auch wenn diese Dinger da hinten hochpoppen, wenn da irgendwie ein dummer großer Stock ist, der dir durch den Kopf haut, ist alles vorbei. Das heißt, ich bin da mit dem Auto halt an und einfach nur hingerannt und habe dann zum Glück nur das gesehen. Nur das. Und da muss man einmal wirklich ein riesen, riesen Shoutout an Lamborghini geben. Also für was passiert ist, ging es dem Auto echt gut. Vor allem dir. Ja, definitiv. Nein, Keine also Airbags, kein gar nichts. nee, stimmt. Das lag, glaube ich, also so wie das im Nachhinein ja auch durch die Sachverständigen dann festgestellt wurde, auch so ein bisschen am Winkel. Also das Problem war, das werden wir nachher auch sehen in den Clips und auf den Fotos, als ich auf den Baum getroffen bin mit der Nase, war die Geschwindigkeit schon extrem abgebremst, weil ich vorher jede Menge Felsen unter mir hatte. Das war gut für diese Situation, aber natürlich haben die Felsen dem Auto das Genick gebrochen. Also unser Chassis war einfach nicht mehr zu retten. Ja, also der Chassis war Rahmen, durch, der Raum war durch. Chassis war beschädigt und damit ist das Auto von Lamborghini geblacklistet. Das heißt, das Auto ist aus dem Verkehr gezogen und wird so auf der Straße nie wieder im Einsatz sein können, weil es nicht reparierbar ist. Und außer einem großen Schreck, den ich auch bekommen habe, wir erklären ja gleich noch warum, wie ist das eigentlich passiert, etc. Aber muss ich auch sagen, bin ich eigentlich relativ in Anführungsstrichen entspannt, hört sich jetzt ein bisschen doof an, entspannt war ich natürlich nicht, aber ich bin ja ausgestiegen Du hattest gar nichts. nein, ich hatte nichts außer einem Schreck. Also das war das Thema, aber ansonsten ging es gut. Und ja, ich würde sagen, wir zeigen einfach schon mal ein bisschen was und dann fange ich mal ein bisschen an zu erzählen aus Sicht des Fahrers, was denn damals passiert ist, oder? Ja, das können wir auf jeden Fall sehr gerne Also tun. wunderschöner Tag. Wir fangen am besten mal an, zeigen mal einfach ein bisschen was zum Thema cooles Wetter, gute Stimmung. Es war, glaube ich, ein Samstag, ne? Ja, ein Samstag war es, ne? Samstag war War das, richtig genau. gut, ja. Nur mal kurz, passt gerade nicht zum Thema, aber ich freue mich gerade echt wie ein kleines Kind. Wir sind bei 1439 Live-Zuschauern. Hey, das ist cool. Ich hoffe, ihr habt auch schon alle geliked, bitte. Na, nicht vergessen, bitte, bitte, bitte liken. Ja, okay, dann lass uns mal so ein bisschen durchstarten Ja, und mal wir. zeigen, was abgeht. So, also manche Videos werde ich ein bisschen verkürzt zeigen, einfach weil da Musik drunter liegt und das wird dann Ah für ja, alle muss nicht das sein, muss super. sein. Aber es geht los. Hört euch den Sound an, ich liebe den VC. Einfach ein wunderschöner Sound. Der Sound vom Performat, unglaublich. Ihr seht, Stimmung gut, alles entspannt. Wir rollen da noch ganz entspannt rum. Wird man auch in diesem Clip hier nochmal sehen. Da müssen wir nur ganz kurz und ganz schnell hier sein. So, Copyright. Also, die Sonne scheint, alles ist super. Man denkt sich, geiler Tag, wir geben Gas, wir genießen das Auto und so weiter und so fort. Einen kleinen Punkt, den du noch einmal, obwohl, nee, da kommst du später zu. Alles gut. Ja, wir machen weiter mit den Bildern. Also, nicht viele Sekunden später, und mit dem starten, Ich sah denke schon. es so aus. Genau. Wobei das sieht noch relativ harmlos aus. Ja, genau. Da war ich schon aus dem Auto raus. Genau. Und nun ist natürlich die große Frage, die ja hier auch im Chat gerade gestellt wird, auch so Themen wie, hat sich eure Fahrweise geändert und so weiter. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, was passiert ist. Also, diese Strecke dort hoch nach Gravelines, die wir aus dem FF kennen, weil das unsere zweite Heimat ist sozusagen. Ist sehr voller Serpentinen, also jeweils 180 Grad Wenden und 1500 Zuschauer oder so. eine sehr beliebte 1523 aktuell, ja, vielen, Vielen vielen Dank. Dank. Eine sehr beliebte Strecke auch bei Motorradfahrern, extrem, was nicht immer ganz so einfach ist. Also jeder weiß, dass sie auch gerade im Süden an der Côte d'Azur, die Motorradfahrer sind sehr dynamisch unterwegs. Natürlich sind wir auch dynamisch unterwegs, keine Frage. Aber im Auto kann man sich halt doch ein bisschen besser bewegen,
in Kurven als mit dem Motorrad, weil Motorrad greift dann irgendwann die Physik und du kannst an der Linie, die du eingeschlagen hast, nichts mehr verändern. Und genau das war das Problem. Wir fuhren also ganz entspannt dort hoch, durch die Kurven, alles wunderbar. Und ich nahm eine sehr scharfe, also es war ein bisschen mehr als 180 Grad, glaube ich, ne, die Kurve. Ja, die geht im Prinzip einmal so wie so eine Schleife. Ja, genau, fast wie eine Schleife, genau, nach oben. Und alles gut, bin durch, war auch, das konnte man anhand der Spuren, das ist natürlich alles dann auch gesichert worden und festgestellt worden, um festzustellen, was genau ist passiert und wie wird das alles gehandhabt, etc. Und auf einmal, also man muss sich das vorstellen, auch wenn ich heute noch darüber nachdenke, das war, als wenn das in Zeitlupe vor mir abläuft. Auf einmal sehe ich vor mir ein wirklich in Schieflage befindliches Motorrad, was in dieser Schieflage durch die Kurve geht und niemals unter keinen Umständen die Möglichkeit gehabt hätte, mir auszuweichen. War also voll auf meiner Seite der Straße. Die Straße ist relativ breit, also ich sag mal so ein bisschen schmaler als eine typisch deutsche Landstraße. Ja, aber er hätte niemals die Möglichkeit gehabt, sich wieder aufzurichten, mir auszuweichen, wie auch immer. Also musste ich im Bruchteil einer Sekunde entscheiden, ich halte drauf mit dem Risiko, der Er ist tot. Motorradfahrer ist tot. Der hatte nämlich eine ziemlich hohe Geschwindigkeit drauf. Das Motorrad überschlägt sich, schlägt in den offenen Spider. Wäre auch egal gewesen, wenn er geschlossen gewesen wäre. Wenn das Ding von oben rein schlägt, dann hätte es dann im Zweifel auch mich erschlagen. Und so habe ich dann entscheiden müssen, auszuweichen. Und da gab es nur eine Möglichkeit, weil auf der linken Seite, also auf der Fahrerseite, hätte ich zwar in eine Steinwand fahren können, also in eine Felswand fahren können, also musste ich den Anfang nehmen. Zum Glück, auch im Nachhinein zum Glück, wäre der Unfallhergang eine Kurve zuvor gewesen, wäre ich wahrscheinlich nicht vor 150 oder 200 Meter zum Stehen gekommen. Also dann Ja. wäre es richtig in die Tiefe gegangen. Also es war am Ende des Tages, hat der Schutzengel hinten gesessen und hat aufgepasst, dass alles gut geht. Und so ist das Ganze entstanden. Der Oberhammer an der Geschichte, das ist zwar dann auch mit Drohnenaufnahmen, die dort in dem Gebiet gemacht worden sind, zur gleichen Zeit etc., alles ein bisschen aufgearbeitet worden, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel zu sagen, Nee. aber der Motorradfahrer ist weitergefahren. Der Motorradfahrer ist weitergefahren, der hat wahrscheinlich den Schreck seines Lebens bekommen, wusste, dass er dafür voll verantwortlich ist. Wir haben das aber alles zu Protokoll gegeben und man glaubt ja gar nicht, was eine Drohne alles aufzeichnen kann, Leute. Also da kann man runterzoomen bis zum Fingernagel so ungefähr. Das war sehr, sehr hilfreich. Ja, und somit war das eine verhängnisvolle Entscheidung. Aber ich würde diese Entscheidung natürlich aus der Reaktion heraus, hört sich immer blöd, wenn man das sagt, als wenn man da stundenlang drüber nachdenken konnte, das konnte man natürlich nicht. Aber die Reaktion war die einzig richtige. Also das ist nach wie vor so. Es ist wahnsinnig traurig, weil wir den Performante natürlich auch jetzt nicht neu durch ein neues Fahrzeug von Lamborghini als Performante ersetzen können. Das ist nicht möglich, weil das Auto gar nicht mehr gebaut wird. Und ob uns da mal einer über den Weg läuft, mit unseren Spielregeln, also nicht mehr als 500 Kilometer etc., das werden wir dann sehen. Aber wir kommen nachher noch dazu, weil ja viele gefragt haben, was passiert jetzt an der Lamborghini-Front. Da gibt es natürlich auch was Neues zu berichten, da können wir nachher ein bisschen was zeigen. Und insofern, außer einem großen Schreck und leider einem kapitalen Schaden, nämlich dem Totalschaden unseres Performantes, ist nichts passiert. Aber es war dann unglaublich, wie auch Lamborghini, auch ein großes positives Lob an der Stelle für Lamborghini, Riesenlob. ja, wie Lamborghini uns dann in der Situation geholfen hat. Also, Ja. nachdem wir uns dann alle ein bisschen gesammelt hatten und klar war, okay, Ich heil durch fast wieder raus, einen Herzinfarkt hatte. genau, haben wir dann natürlich überlegt, was machen wir? Also, wir müssen jetzt jemanden rufen und wer kann uns jetzt helfen und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns haben wir das Service-Bordbuch genommen und haben Lamborghini-Assistenz angerufen Ja. und haben die Situation geschildert. Und ab da war alles sensationell. Also die haben alles organisiert. Man musste also hoch in die Berge irgendwie jemanden kommen, der in der Lage ist,
diesen Lamborghini, der zwar nicht das schwerste Auto der Welt ist, aber eben den Hang runter war Und sehr verkantet war. und sehr verkantet war und auch noch immer unter dem Gesichtspunkt, zu dem Zeitpunkt wusste ja noch keiner, ist es wirklich so, dass er nicht mehr zu retten ist. Also es hätte ja auch sein können, dass man ihn hätte reparieren können. Das heißt, das Bergungsunternehmen, das Abschleppunternehmen, was dafür berufen wurde, hatte natürlich auch von Lamborghini die klare Ansage, Leute, seid vorsichtig. Also versucht das Auto ganz vorsichtig zu bergen. Es war eine Wahnsinnsaktion. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Uhrzeit war, wann das passierte, irgendwie 15, 16 Uhr. Irgendwie Ihr sowas, werdet ja. gleich an dem Videoclip sehen, es ging bis spät in die Nacht, um das Auto zu bergen. Und ja, ich wollte sagen, zeigen wir noch mal ein bisschen Wasser. Du hast gerade hier ein bisschen Strecke. Ja, Genau, das ich finde ich habe, ganz cool. Das ist gut. also nochmal kurz zu dem Perf, wie er da unten stand, dann war halt sehr traurig und so. Ja, Aber ich hole mal kurz was zu trinken. ich muss nochmal wirklich kurz betonen, wie unfassbar gut. Deswegen auch jeder, der uns fragt, was ist das beste Supercar, was du kaufen kannst. Vor allem vielleicht, wenn man noch nicht so viel Erfahrung damit hat. Es ist der Huracan. Und da können wir wirklich aus Erfahrung sprechen, dass auch in einer Unfallsituation das Ding rettet dir das Leben. Ich sage es euch ganz ehrlich, wäre sowas im 600 LT oder so passiert, glaube ich nicht, dass PPOV ohne Kratzer ausgestiegen wäre. Bezweifle ich wirklich sehr. Ja, weiß nicht. Also ich glaube schon, Doch. dass auch der McLaren an der Stelle sehr sicher gewesen wäre. Aber gut, es ist nochmal mit dem Performante passiert. Und das Lob finde ich auch absolut okay, weil wie gesagt, auch all das, was danach kam, eben ziemlich, ziemlich gut war. Ne? Aber du wolltest, glaube ich, hier nochmal ein bisschen was erklären zu uns. Ja, genau, aber hier kommt gerade eine Frage, die wurde sehr oft gestellt, deswegen Achso, müssen wir die kurz beantworten. okay. Wurde der Fahrer gefunden vom Motorrad? Dazu dürfen wir nichts sagen, weil er ja abgehauen ist. Und wie ihr wisst, ist ja das Thema Abhauen in einer Unfallsituation, hat was mit Strafrecht etc. zu tun. Also sorry. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass es alles so erledigt wird, wie es sich gehört und jeder, der verantwortlich ist, auch dafür verantwortlich ist. So, jetzt habe ich es ein bisschen umschrieben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hast gut hinbekommen. Danke. Gut, ich habe dann einmal kurz Google Maps rausgesucht, Ja. damit wir einmal kurz euch zeigen können, wo das Ganze dann genau passiert ist. Also, wir sind diese Strecke hier hochgefahren, wie man an meiner Maus sieht. Nee, runter, voll durch. Nee. Du hörst dich viel besser an als im V10. Oder? Ja. Kurve, PPOV, puff. Motorradfahrer, da, X, nicht gut, runter zum Baum. Also genau an dieser Stelle hier. D802 an dieser Location ist der Unfall passiert. Wie man hier auch sieht, die Kurve ist ein bisschen doof, weil es hier noch so einen Knick runter gibt. Wäre die Kurve einfach so, wäre es viel einfacher so einzuschätzen. Aber da du eben diesen Knick hier hast, ist halt nicht optimal gewesen, sagen wir mal so. Aber am Ende des Tages muss man sagen, Das Problem ist eben, was man hier natürlich auf der Karte jetzt so nicht sieht, ist, dass da auf der linken Seite, also Fahrerseite, wenn man nach oben fährt, eben hohe Felsen sind. Ne? Also du richtig. kannst nicht gucken. Wenn das jetzt ein freies Feld wäre, dann hätte man ja locker ein paar hundert Meter in die Ferne schauen können. Dann wäre das sicherlich alles ein bisschen anders handelbar gewesen. Dann hätte auch der Motorradfahrer natürlich was gesehen, beziehungsweise hätte sicherlich anders reagiert. Noch mal hier Optik ändern. Hier kann man das nämlich vielleicht ein bisschen sehen. Alles hier, was das graue Zeugs ist, Das was man sind hier ho sieht, das sind, meterhohe Felsen. genau, ich denke, das sind so 3, 4 Meter hoch etwa die Ja, Wände. ja. Das heißt, da du eben hier so hochkommst, kannst du auf diesem Fleck nicht schauen, was da kommt. Nee, genau. Und das war nämlich so, wenn ich, da gib mir mal kurz die Maus. Ja. Er ist ja ungefähr, also ich bin in die Kurve reingefahren, da bin ich sicherlich auch ein bisschen rausgekommen, war dann aber wieder auf dem Weg zurück auf meine Spur, ganz deutlich, und er kam eben von oben runtergeschossen mit irrer Geschwindigkeit und hatte sich dann schon richtig reingelegt, also er ist garantiert hier wahrscheinlich schon auf die Gegenfahrbahn, hat sich reingelegt und wollte eben diesen Winkel hier oder dieses Stück hier, das wollte er einfach verkürzen und mit Vollstoff rein, um hier dann umzulegen, das Motorrad sozusagen, und dann hier aus eine Kurve zu nehmen. So, und dann ging es hier wupp runter. Ich glaube, das war ein Baum davor, vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Der Baum hat es ja zum Glück auch überstanden. Ja, aber genau, hier, man kann gelbe Männchen drauf machen. Das passt auch gut hier. Hui. Hier war dann PPOV.
Perfekt. Also hier könnt ihr das alles nochmal besser sehen. Hier kamen wir rum, Motorradfahrer irgendwie da so. Und PPOV ist dann genau Nee, darum. noch ein Stück weiter nach links, da oben, irgendwo da ging es dann runter. Das kann man leider nicht Da, der so Baum ist das. sicher. Das war Mist. da hinten. Das sieht man nachher in den Videoclips, die wir euch noch zeigen werden von der Bergung. Da kann man das ein bisschen besser erkennen. Aber Aber hier sieht man, wie hoch die Wände sind. da hinten sind sie genau. Das ist eben. Und das ist, wenn du von unten hochfährst, dann siehst du eben die Straße eben nicht, die Nee. von oben kommt. Genauso wie der Motorradfahrer von oben eben nichts gesehen hat. Ja. Also hier ist das Ganze am Ende des Tages sozusagen passiert. Wirklich sehr, sehr traurig, ärgerlich und so weiter und so fort, können wir leider nicht mehr ändern. Nee. Die Situation ist so, wie sie ist. Man sagt ja immer so schön, und das ist auch so ein Material, kann man ersetzen. Ne? Oh, was ist das? Das Ja, ist aber warte kurz, schon. ich muss einmal kurz checken. Ja, ist schon ein Also. bisschen spät, glaube ich schon. Nö, ist die Späte. Obwohl, ich kann mal gucken. Ja, wie gesagt, wir haben unglaublich viele Bilder, unglaublich viel Footage von dem Abend. Aber wir werden nicht alles zeigen können, weil es auch einfach sehr, sehr, sehr viel ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach ein bisschen Freestyle mit der Community durch, Ja, ne? mach, mach. Gut, also zurück auf Display Mode, meine Lieben. Hier sehen wir schon mal eine Aufnahme, wo man sieht, dass Perfi hier unten Da unten liegt im er Abhang irgendwo. liegt und nur darauf wartet, dass der Kran ihn irgendwie hochbekommt, was echt ein Riesenproblem war, denn das ging nicht so leicht, wie die Leute sich das vorgestellt haben, würde ich mal Nee, kurz behaupten. die Hebelwirkung ist natürlich dann auch ein Problem, und er war dann natürlich auch verkeilt und verkantet, hatte sich von unten ja auch noch ein Fels ins Auto quasi so ein bisschen Reingebohrt. reingebohrt. Ja, genau, das war noch relativ schwierig, und also bis sie das alles hin hatten, und das waren Geräusche, die kann man hier auf diesen Clips nicht hören, daran mag ich gar nicht mehr denken. Also Ja, ich das habe auch geht Ton mal. ausgemacht, lieber Ja, Sandro. weil das hört sich alles so schrecklich an, und es tut einem so wahnsinnig leid, dass so ein schönes Auto dann so ein Ende finden muss. Es war wirklich schrecklich, ich sag's euch ganz ehrlich. Es hört sich an, als würden wir irgendwie über Menschen reden, aber für uns war Perfi halt ein halber Ach, Mensch. Hier sehen wir noch mal eine da Abprobieren. blinkt der arme Kleine noch, weil das Alarmsystem immer wieder aktiviert wurde. Was dann noch schön ist, ja, genau. Ja, wie gesagt, damals hatten wir, waren wir ein bisschen unter Schock, hätte man vieles besser filmen können oder ein YouTube-Video draus machen können, aber. Na gut, das ist eben live. Das ist eben live. Das war der Tow Truck, genau. Wo ist denn, da war doch noch so ein cooler Land Cruiser dabei, der noch zum Beleuchten gekommen ist. Ja, der kam Das da. war alles, das war wirklich alles organisiert von Lamborghini. Ja, wir haben gar nichts Wir gemacht. haben echt nichts machen müssen, sondern das war vollkommen entspannt. Zwischendurch hatte dann, ihr wisst ja, wir sind eng befreundet mit Lamborghini in Südfrankreich. Die hatten wir dann zwischendurch schon am Telefon, die wurden sofort informiert. Die haben dann gesagt, alles gut, lasst das Auto bergen, bringt es runter, wir kümmern uns um alles. Also sensationell, riesen positiver Shoutout an den Service da, das war echt krass. Und hier sehen wir ihn, hier Oh, schwebt da er. schwebt er dann schon. Man muss auch mal kurz sagen, an dem Punkt wussten wir nicht, dass es ein Totalschaden war. Nee, Wir nee. dachten, okay, Perfi ist jetzt für ein paar Monate weg, aber er wird es überleben. Hat er im Ja, Nachhinein ja. leider nicht. Nee. Aber ja, da schwebt er. Da. Und ich dachte wirklich, als ich das Auto so gesehen habe, dachte ich so, okay, krass, gut. Gut. Ja. Es passt alles, weil man hat schon gesehen, dass ich runtergegangen bin zu PPV und so. Klar, vorne eine Delle drin und so, echt doof. Aber ja, das ist in dem Sinne das kleinste Problem gewesen, die kleine Delle, denn Ja, die Probleme waren der von der. Raab Ich wartet noch. weiß gar nicht genau. Wir haben ja auch den. Wir haben auch ein Foto aus der Werkstatt, ne? Wo man den Bruch unten sehen kann im Chassis. Das fällt mir jetzt gerade an. Das haben wir. Weiß ich gar nicht, ob du das dabei hast, Nee, oder? das ist doch nicht. Ne? Du Das ist sicher? nicht da, ja, Okay. 100%ig sicher. Okay. Wie gesagt, hier sieht man dann die Perfi. Jetzt schwebt, jetzt fliegt er. Vielleicht kann man hier was erkennen. Nein, hier siehst du Nee, nichts. nee, Aber das hier ist. kannst du ein paar Kratzer sehen. Hier Ja, ein paar. die sind aber nicht entscheidend. Das Das wäre wäre nur PPF Kosmetik. Ja, gewesen. das wäre PPF und ein bisschen Kosmetik oder ein paar. Das wär dann nicht das Thema gewesen. Oh, schlimme Bilder, ne? Mach mal gar nicht mehr drüber nachdenken. Zu Sondern das, Perfi. ja, genau. Hier wurde er dann gedreht leicht. Ja. Ja. Und wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, warum Totalschaden? Gute Frage. Also, es ist ein Totalschaden, da der Rahmen des Autos gebrochen Das Chassis war slash gebrochen, ja. genau.
Also die haben sogar überlegt, das Ganze hat eben wahnsinnig lange gedauert. Deshalb sprechen wir auch erst so spät jetzt über dieses Thema, weil es hat so wahnsinnig lange gedauert, bis das alles mit den Sachverständigen, mit den Gutachtern, mit der Versicherung etc. geregelt war. Und das Werk hat noch Ingenieure geschickt, die sich alles angeschaut haben. Und irgendwann kam die finale Entscheidung, no, das Chassis wird auf Rot gesetzt und das Auto darf in der Form nicht mehr in den Verkehr. Richtig. Ja. Und damit war dann auch der Tod von Perfi sozusagen entschieden. Hier seht ihr nochmal, er geht hoch in die Luft. Und man denkt jetzt wirklich, vor allem wahrscheinlich auch als Zuschauer, jo, alles gut. Da sieht doch gar nichts schlimm aus an dem Auto. Das passt. Hier unten sieht alles vernünftig aus. Das Problem war leider wirklich nur hier vorne. Und das ist schon wirklich sehr, 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 sehr tragisch, wenn ihr mich fragt. Ja. Wie gesagt, hier schwebt ihr, hier sieht man nochmal ein bisschen mehr Abstand, wie in der Luft hängt. Und traurige Geschichte. Hier sieht man ein bisschen eine kleine Problemzone. Aber wie gesagt, an sich, wenn man darüber nachdenkt, dass das Auto ein paar Meter da runtergegangen ist, wie gut der noch da stand, rein optisch, ist wirklich Ja, beeindruckend. gut, aber das sind eben diese blöden Feldsteine gewesen, die dann von unten eben dafür gesorgt haben, dass es eben zu irreparablen Schäden gekommen ist, ne? Ja. Also Sehr, sehr, sehr insofern, hart. was noch da an Material? Hier, wie er dann oben stand, hat er noch einen halben Baum drin. Ja. Der kleine Perf. Ja, das hat eben alles, da muss man wirklich sagen, da hat der Schutzengel echt aufgepasst, weil das ist natürlich gerade mit einem offenen Auto echt ein Problem, ne? Also darf man gar nicht drüber Ja, nachdenken. stimmt, du bist sogar noch eingestiegen und hast das Dach zugemacht. Ja, habe Das hat ich. alles noch funktioniert. Das hat alles funktioniert, ja, weil wir das alles haben. Guck mal, das sah alles gar nicht so schlimm aus. Ja, Hier sieht man ein bisschen, okay, Kennzeichen weg, hier hängt ein halber Baum vorne drin. das war alles nicht Aber so. hier Aber hast das du ein wär im bisschen Prinzip, ne, was. hätte man den Schweller getauscht und fertig. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Wo habe ich den Clip doppelt? Ups, Entschuldigung. Da war dann der Land Cruiser, der gekommen ist, von dem du Nee, den geredet meine ich hast. nicht. Ey, diese Fliegen, ich sag's euch ganz ehrlich, Ja, die wo kommen die eigentlich nerven. her? Nee, das ist er nicht. Nerven mich. Weiß Das nicht, ist er was du nicht. meinst. Das ist wahrscheinlich ja. Beim Nee. Abspeicher mache ich jetzt doppelt. Naja, das ist auf jeden Fall die Footage, die wir euch jetzt soweit zeigen können. Zu der ganzen Thematik. Also, falls ihr ein GoFundMe starten wollt für neuen Performante, na, let me know. Ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Also, es ist, man merkt da wirklich, dass man zu einem Auto eine Verbindung haben kann, die nicht nur ist im Sinne von, oh, ich will nicht, dass was passiert ist, ein teures Auto, sondern dass man auch wirklich eine emotionale Verbindung zu dem Auto hat. Denn das hatten wir wirklich, ich glaube, bis jetzt bei Perfi am stärksten. Ja gut, weil das eben, wie du sagst, ne? Also 18. Oktober 2019 war unser erster Post auf Instagram und das war Und meine lieben Leute, für alle, die Perfi lieben, Perfi. hier haben wir es. Sykes 640, das Kennzeichen von Performante, ist natürlich auf dem Satin-Fuchsia-T-Shirt im Shop available. Sykes 640. Das heißt, jeder, der noch einen Teil vom Performante haben möchte, kann sich natürlich gerne das T-Shirt online bestellen. Ja, Die Legende wird weiterleben. mit dem haben wir allerdings nicht geplant damals das. Nein, Ja, aber das war nicht der Plan. nee. Genau, also Perfi zu ersetzen wird, wie gesagt, sehr schwer. An einen neuen schwarzen Performante zu kommen, ist auch wirklich schwer. Denn die Leute, die einen haben, behalten ihn. Und sonst haben die Autos einfach schon sehr viele Kilometer drauf, denn sie funktionieren halt immer. Es passieren keine Probleme damit, technisch alles tippitoppi. Und deswegen, falls uns ein schwarzer, neuer, performanter Spider, ich würde auch sagen, Coupé wäre auch okay, um ehrlich zu sein, oder Coupé vorbeirollt, dann werden wir wahrscheinlich zuschlagen. Und zwar nicht für die Preise, die da aktuell draufstehen. Weil die sind unfassbar teuer geworden, die Perfs. 350, 360. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für eure ganzen Glückwünsche, dass es PPUV gut geht. Wie gesagt, wenn ihr eine Tribute an den lieben Perfi machen wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne in unseren Shop gehen und euch das Sykes 640 Tribute-T-Shirt sozusagen zum Performante holen. Gibt es einmal in Schwarz und einmal in Weiß. Na, und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Man hört sich. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.